Einen grünen Daumen zu haben, ist nicht immer einfach. Und noch schwerer ist es im Weltraum. Keine Schwerkraft, kein fließendes Wasser, kein Wind. Das alles macht das Gärtnern im All zu einer Herausforderung. Die US-Raumfahrtbehörde NASA holt sich deshalb in Florida Verstärkung von Oberschülern. In einem groß angelegten Projekt experimentieren die Jugendlichen mit unterschiedlichen Anbaubedingungen. Wir benutzen nicht die typische Gärtnerausrüstung. Unser Aufbau ist sehr viel technischer, damit man ihn besser kontrollieren kann. Sowohl bei den Astronauten als auch bei den Schülern gab es schon Rückschläge, aber sie arbeiten weiter an Lösungen. Denn das frische Weltraumgemüse wäre nicht nur ein wichtiger Nährstofflieferant, auch wirtschaftlich bietet es Vorteile. Ihr könnt euch alle vorstellen, dass Essen sehr wichtig für uns werden wird und es sehr teuer ist, Gegenstände ins All zu schicken. Wenn wir unser eigenes Essen in Form von Samen mitbringen könnten und sie anbauen, wenn wir im All sind, wäre das ein riesiger Vorteil. So könnten wir uns hier selbst versorgen. Noch laufen die Versuche, aber bereits im kommenden Jahr könnten frische Tomaten auf dem Speiseplan der Astronauten stehen.